Und ganz schön viele Vögel. Und einen Schädelhaufen. Ja, nee, den wollen wir nicht. Ganz schön laut, die Jungs. So, ganz viel Wasser, ganz viele Schlangen. Kein Lichtmeister. Noch viel, 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 viel mehr Schlangen. Ja, kein Komet trifft, weil kein Boden da ist, um die Kometen aufzufangen, wo sie dann explodieren können. Aber da haben wir Land. Und noch mehr Vögel. Weg, 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 weg. Die werden ignoriert. Oh, ein Schwert. Das Schwert bewegt sich nicht. Ja, das ist komisch. 139 Stärke und du kriegst das Ding, Jasmin. Okay. Oh, wir haben hier keine Zivilisten. Du? Nö, keine Zivilisten. Nee. Das heißt, wir könnten hier ganz viel Armageddon sprechen und nach alles in der Umgebung ausräuchern. Aber ja, wir sind ja erstmal noch lieb und so. Jetzt brauchen wir den Lichtmeister. Ich glaube, du brauchst Spezialservice. Schön, dass du da bist. Seeschlange. Die Gewässer von Burg Alamos werden von Seeschlangen heimgesucht, die Schiffe mit ihrem eisigen Atem angreifen. Ja, und uns auch. Schön, dass du da bist. Percival. Percival ist die mächtigste Angriffswaffe. Mit seiner schnellen Feuerfolge und den gefährlichen Explosionsattacken kann es große Ziele von Feinden aus sicherer Entfernung auslöschen. Eine Armbrust? Schön, dass du da bist. Experte antiker Waffen. Ja, oder Percival ist eine antike Waffe. Rexala. Nur wenige wissen überhaupt, dass es solche Waffen gibt. Die einzige, die ich kenne, die antike Waffen schon einmal benutzt hat, ist Rexala. Sie hat zuletzt im Paradiesteil gewohnt. Okay. Kleine Zaubereien. Da würde ich ganz gerne mal reingucken. Weil so garstig, wie das Gebiet hier ist, ist hoffentlich auch die... Au! Hey! Ist hoffentlich die Ausrüstung hier auch ganz gut. So nicht. Komm her. Weg mit dir. Genau. Na gut, okay, den Rest jetzt auch noch aufmischen. So. Du Meteorregen. Du versuchst das da. Nicht du. Du. So. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Komm schon. Die Eile ist weg und alle sind schwach. Das wird das größte Problem sein. Also die Viecher sind mit echt am nervigsten, was die Geräusche angeht. Und die Lautstärke allein schon. Aber na gut. Die restlichen Leuten pullen wir jetzt nicht. Wir haben jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Stadt sicher ist. So. Wir würden jetzt gerne weiter die Häuser durchsuchen. Danke. Oh, hallo. Windmeister, nein. Oh, hallo. Navigator, nein. Kein Haus, kein Haus. Können wir dir helfen? Religionsbedarf. Einen schönen Tag. Schön, dass du da bist. Ein leeres Haus. Und Burg Alamos. Dies ist die erste Festung, die nur der magischen Forschung gewidmet wurde. Ihre abgeschiedene Lage bot Verschwiegenheit für die Magier und Sicherheit für die Bevölkerung im Falle eines Unfalls. Okay. Das klingt schon mal garstig. Aber wir hätten trotzdem doch ganz... Oh, da geht's noch höher. Ganz gerne lieber den Lichtmeister. Wir sind jetzt einmal rum, oder? Wie geht's? Arbeiter? Wie geht's? Leibeigene. Also wenn ich nicht irgendein Haus übersehen habe, dann wird er hier nicht wohnen, sondern auf irgendeiner Nachbarinsel.
Hier war die... Genau, kleine Zauberei. Was kann ich dir bringen? Verkaufen nichts, Spezialitäten. Ultimative Stiefel sind gekauft. Trefferpunkte, Feuerresistenz, Elektroresistenz, Stärke plus 17. Ich glaube, den kaufe ich mal allein schon, um zu versuchen, das Schwert rauszuziehen. Repariert. Was hast du denn da? Geschick plus 13, Trefferpunkte plus 8. Trefferpunkte kannst du echt abgeben, Kirogon. Repariert. Brauchst du nicht so wirklich. So, das und das kriegt sie nicht repariert. Das musst du machen. So, Stärke plus 17 an dich. Charisma und das zu dir. Das bitte verzaubern. Das dahin. Du warst Abduls Religionsbedarf. Gut. Okay. Erstmal schlafen. Ich glaube, du machst dir nichts aus den Ratten. Dann fliegen und Schutz und Langzeitbuffs. Oh, weiterfliegen. So, da ist das doofe Schwert. Nee, brennender Felsen. Wo war das Schwert? Da. Das Schwert bewegt sich nicht. Das ist sehr komisch. 156. Wir haben die schon drauf, ne? Glückstag, Präzision, Kraft ist drauf, ja. Eile, Heldentum, Steinhut und Segen. Nö, wirklich mehr kriegen wir nicht. Gab's da nicht noch ein Zauber? Wir sollten wirklich mal bei Zeiten dann die restlichen Licht- und Schattenzauber kaufen. So, da unten war eine Taverne. Dazwischen noch irgendwo. Mal gucken. Er haust bestimmt in irgendeinem kleinen Hütchen mitten im Wasser, umgeben von Seeschlangen. Und meditiert oder so. Nee, das ist das Ding, wo wir gerade eben waren. Oh. Da waren wir auch schon. Wenn, dann müsste östlich von uns was sein. Nee. Dann haben wir komische Informationen bekommen. Es sollte eigentlich hier sein. Boden hatten wir schon getestet, ne? Ja, Gerogon war das. Okay. Gut, fliegen wir nochmal über die Inseln hier. Oh, da hinten ist ein Haus. Oh, hallo. Ah, Meister der Lichtmagie. Kiloni. Du. Meister werden für 0 Gold. Okay. Und geworden. Sehr, sehr schön. Danke. Prinz Nikolai zeigt für sein Alter eine erstaunliche Erkenntnis und Kreativität, so wie sein Vater einst. Aber die Leute trauen ihm nicht viel zu. Sie schauen zu sehr auf sein Alter und nicht auf seine Fähigkeit. Das sagst du von dem Prinzen, der gerade ausgebüxt ist, um dem Zirkus beizutreten. Aber gut, sie ist jetzt Lichtmeisterin. Sie könnte also jetzt versuchen, Schattenmeisterin zu werden. Dazu müssen wir erstmal rausfinden, wo der Schattenmeister ist. Und wir müssten anfangen, etwas verruchtere Taten zu vollbringen. Aber ich denke, erstmal verabschieden wir uns von den Aalgewässern. Obwohl, wir sollten hier irgendwo einen Punkt legen, damit wir uns die Hinreise ersparen. Wahrscheinlich bei Burg Alamos. Das wird wahrscheinlich das einzige Ziel sein, was wir hier irgendwann nochmal anstreben werden. Wobei wir hier mal ganz kurz reingucken könnten. Du, nee, du. Stunde der Kraft. Du. Fackellicht. Hey, wo sind wir? Wir sind in Burg Alamos. Wir wissen nicht, ob hier wirklich Feinde sind oder ob wir gerade am Plündern sind. Aber es wäre uns eigentlich einerlei. Denn wir wollen auch etwas unsere böse Seite rauslassen. Also Zalana verführt gerade unsere Helden dazu, noch mehr Macht und Gold an sich zu reißen. Aber die sehen ziemlich aggressiv aus.
weg, 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 weg. Also wenn nur diese Hundensoldaten hier sind, dann ist alles gut. Das sind nämlich nur Nahkämpfe, die können nichts Garstiges. Aber sowas wie die fliegenden Augen zum Beispiel, das ist ein Grauen. Weil die halt doch ein, zwei Sachen extra können. Wow, Magier. So viel dazu. Weg. Da hinten ist noch einer. Kommen wir aber nicht ran. Wow, okay. Ja. Hier ist doch ein wenig viel los. Gucken wir, wie gut wir uns durchschlagen können. Hält sich in Grenzen. Inferno. Hauen. Ja, rundenbasierend ist doch, glaube ich, die bessere Wahl jetzt. Schießen, schießen, schießen. Du. Heil bitte. So, die zwei können wir so wegkriegen. Weg, 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 weg. Oh, Magier. Ups. Ah, da bist du. Hexer. So, Zauberpunkte alle. Das heißt, gleich kommt der erste taktische Rückzug. Und ich denke, so wie das hier drin aussieht, voller Magier und Hunden und was weiß ich, werden wir da ein, zwei Rückzüge brauchen, bis wir hier durchgekämpft sind. Und schlafen können wir wohl knicken. So, also vor die Tür. Nichts wie Weg. Nichts wie Weg. Schlafen, einen Sprungpunkt setzen, Leuchtfeuer setzen. Da unten. Dann springen wir jetzt nach Kriegsbeier, setzen den Sprungpunkt da neu, weil der langsam an Verschwinden ist und es wäre ärgerlich, wenn er weg wäre. Und dann gucken wir uns da nochmal um. Weil dann könnten wir die Mission nämlich abschließen, was ja doch recht schick wäre. Also Leuchtfeuer springen. Kriegsbeier. So. Also systematisch. Wir sind jetzt irgendwo. Da sind wir. Okay, wir haben hier unten schon mal rumgeguckt. Wir haben in den Vulkan geguckt. Wir können hier bei dem Tempel von Bar nochmal gucken und in der Stadt. Ich glaube, die Stadt hatten wir letztes Mal ignoriert. Das heißt, du fliegst jetzt bitte erstmal. Und sobald wir die Zeit haben, setzen wir ein neues Leuchtfeuer. Auf dem Bergrücken hatten wir auch schon mal geguckt, glaube ich. Auf dem einen jedenfalls. Kann trotzdem nicht schaden. Da unten sind noch Erdelementare. Da ist der Einsiedler. Hier kommt gleich der Tempel von Bar. Den Brunnen haben wir, glaube ich, schon getrunken. Genau, hier ist der Tempel von Bar. Hier vielleicht irgendwo ein Podest. Dahinter? Nein. Oben auf dem Bergrücken in der Nähe vom Tempel von Bar? Nein. So, zwischen Bar und Stadt. Im Randgebiet der Stadt hier. Nö, hier schon Karten nennen. Okay. Also, Stadt selber. Hatte einen garstigen Teleporter in Kriegsbeier selbst. Das sind drei Brunnen. Okay. Ich sehe aber kein Podest. Du bist komisch. Was bist du? Du bist kein Obelisk. Kann man nicht benutzen, ne? Nein. Also gut, in der Stadt selber auch kein Podest. Hufeisen? Nein. So gut, Karte. Also, außenrum nicht, drin nicht, beim Tempel von Bar nicht, hier nicht. Also es muss im Schneegebiet sein. Also irgendwo bei den ganzen Minotauren und
Erdelementar und was weiß ich. Also fliegen wir jetzt einfach schräg dahin zu dem einen Anfang. Also dem unteren rechten Anfang des Schneegebiets. Und grasen das alles nochmal ab. Oh. So, was sagt die Karte? Karte sagt hier. Gut, das heißt, ich werde jetzt einmal das ganze Schneegebiet abfliegen. Im Zeitraffer, denke ich mal. Und ich melde mich dann gleich wieder, wenn wir es gefunden haben oder auch nicht. Also bis gleich.